So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil von Gran Turismo 2. Das habe ich mal ein bisschen anders gesagt, als ich das sonst sage. Und ja, auch hier, das ist wieder eine Zusammenfassung und dieses Mal ist es das 300 km Rennen auf dem Grand Valley Speedway. Das Auto habe ich hier nicht geändert, ich fahre weiterhin mit dem Nissan R390 GT1 Roadcar von 1997. Und auch hier 700 PS Grenze und 500.000 gewinnt man, wenn man das Rennen hier gewinnt. Das ist natürlich ziemlich viel. Ja gut. Zuerst mal, ich werde keine Einstellungen mehr treffen müssen, weil das ja schon eingestellt ist vom Apricot Hill Rennen. Daher geht's gleich los. Die Gegner hier, man sieht den Venturi Atlantic, ein Jaguar XJ, ein Lotus Esprit, ein Ruf BTR, so wie das aussieht, und noch ein weiterer Esprit. Auch hier werde ich es wieder so machen, die ersten drei Runden werde ich zeigen, die letzten drei Runden werde ich zeigen. Und dann einfach noch Highlights. Ich habe mir Highlights in einem Blatt draufgeschrieben, was da so alles geschehen ist. Einfach einige Überrundungsmanöver. Und ich habe eigentlich nur die Runden genommen, wo mehrere Überrundungsmanöver in einer Runde passieren. Weil wenn ich jetzt jedes Mal noch eine Überrundung rein kloppen würde, würde das Video eine halbe Stunde gehen und ich dachte mir so, ja, maximal 25 Minuten, so die, ja, 15 bis 25 herum. Sollte eigentlich in einem Bereich von 20 Minuten sein, plus minus 5 eben. Und logisch, beim Rennen, das fast 2 Stunden dauert, muss man natürlich ein bisschen mehr reinschneiden. Aber gut, wie man sieht, ich kann hier schon einen ziemlich großen Vorsprung herausbauen. Auch wenn ich nicht so extrem viel stärker bin als. Auch wenn ich eigentlich nicht viel stärker bin als beim Apricot Hill Rennen. Aber beim Apricot Hill Rennen gab es natürlich ja weniger starke Gegner. Und dazu haben sie noch eine Menge Fehler gemacht, so dass ich den einen zum Beispiel den Corvette gefühlte 17 Mal überrunden konnte. Wobei es nicht mal gefühlt ist, sondern wirklich 17 Mal war. Gut, die erste Runde mit 1,54 abgeschlossen, also fast 2 Minuten für eine Runde. Da sieht man natürlich, deswegen hier das Rennen dauert so um die 2 Stunden. Da war jetzt ein kleiner Fehler drin, warum weiß ich auch nicht. Den habe ich so nämlich in der Vorschau nicht gesehen. Muss ich dann mal nachschauen, ob das wirklich so ist. Diesen Fehler wieder auftaucht. Ich habe mir diesmal die Mühe gemacht, das Rennen nochmal zu schneiden. Und dieses Mal habe ich das Video schon mal gespeichert, damit nicht so viele Soundfails oder einfach Fails von der Aufnahme her geschehen. Mal schauen, ob das dieses Mal eine gute Wirkung bringt. Ich nehme das übrigens jetzt um 7 Uhr am Morgen auf. Heute ist der 13.09.2018. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Zeit, weil heute muss ich nicht arbeiten. Ich habe einen Kurs belegt vom Studium her. Ein Kurs, wie man LaTeX programmiert. Oder im LaTeX-Programm einfach mal schreibt. Und ja. Ach ja, ihr hört mal wieder so ein Turbo-Zischen, weil ich Pause gedrückt habe.
wir dann später feststellen werden, muss ich denn. Was werdet ihr in späteren Videos noch sehen, was da genau passiert. Jedenfalls bin ich mit dem Nekon nicht mehr sonderlich glücklich, weil da Fehler auftreten, die schon früher ab und zu mal aufgetreten sind. Jetzt muss ich den Controller wahrscheinlich nochmal auseinanderschrauben und mal ordentlich putzen. So, die zweite Runde war 1.48.2.3.0. Und so viel kann ich sagen, also viel schneller wird es auch nicht mehr, weil ich habe keine guten Noten mehr zustande gebracht. Es war aber wiederum diesmal ein Event, wo ich keinerlei Fehler gemacht habe, beziehungsweise keinerlei Fehler, weil ich natürlich einfach keine groben Fehler wie so ein Rupture, so dass ich einfach quer auf der Fahrbahn stehe, das lief nicht. Diesmal lief es deutlich besser. Ja, was habe ich sonst noch so gemacht? Also gestern habe ich zum ersten Mal seit langem wieder bei der Gran Turismo Meisterschaft teilgenommen. Habe mal gedacht, ja, mal schauen, wie gut ich da klarkomme. Und das bekannte Bild ist aufgetreten mit dem so, Runde 6, erste Überrundung. Das bekannte Bild ist aufgetreten. Trete ich mit einem Auto an, das trete ich bei einem Markenrennen an, bin ganz gut dabei. Obwohl dieses Mal eine andere Regel war, nämlich dass man das Auto selber tunen konnte. Da bin ich mit dem Mini Cooper gefahren, der neu dazugekommen ist. Und ja, also ich hatte nicht so ein gutes Qualifying, habe mich nur als 9. qualifiziert, bin aber schlussendlich 7. geworden, was eigentlich ganz gut war. Da bin ich zufrieden gewesen. Und ich habe wieder etwas weiteres gemerkt. Wenn ich etwas gut kann im Gran Turismo, dann sind es Starts. Das sind das Starts ohne Traktionskontrolle. Kann ich wirklich relativ gut. Gut, beim Mini Cooper habe ich es natürlich so eingestellt, dass ich unterstützend einen sehr guten Start haben kann. Und zwar habe ich den ersten Gang einfach sehr kurz gestellt, so irgendwie auf 45. Musste dann natürlich aufpassen, dass ich nicht zu viel durchdrehende Räder habe, aber ich bin so schnell vom Fleck gekommen, dass ich auf der kurzen Gerade von zu Kuba, das ist wirklich nur eine kurze Gerade, dass ich da zwei Leute überholen konnte. Ja, falsch. Drei Leute. Nein, vier. Ich konnte vier Leute überholen. Vom 9. Platz auf den 5. in einer Kurve auf einer Gerade. Gut, drei Plätze habe ich eigentlich wieder verloren. In den letzten Runden konnte ich den 7. Platz zumindest wieder zurückerobern, weil der vor mir wahrscheinlich mehr Reifenverschleiß hatte als ich. Oder weniger gut mit dem abbauten Reifen klar kam. Weil ich konnte jetzt durchgehend 1.07 fahren. Fast keine 1.06, aber durchgehend 1.07. So. Runde 15, da gibt es einen Boxenstopp für mich. Bin da auf den 3-Stopp gegangen, weil die Live-Performance hat da schon ziemlich nachgelassen. Ja, auf jeden Fall habe ich bei diesem Rennen keinen Boxenstopp machen müssen, auch auf den Sprit nicht aufpassen müssen. Und habe mit einem ziemlich kurzen Getriebe eben versucht, noch ein paar Plätze gut zu machen. Das hat nicht so ganz funktioniert, aber immerhin zwei Plätze weiter nach vorne bin ich gekommen. Das ist zumindest nicht schlecht. Da war ich ganz zufrieden damit. So, Runde 17, da ist meine schnellste Runde passiert. Das ist ungewöhnlich früh im Rennen, aber ja, passiert halt manchmal.
zweite Rennen fand dann auf dem Red Bull Ring statt mit einem GT3-Fahrzeug. Da habe ich leider ein sehr schwarzes Wochenende gehabt. Denn einerseits habe ich mich als letzter qualifiziert. Ich habe einfach überhaupt keine gute Runde zustande gebracht. Dann war ich von der Taktik auf der konservativen Seite und habe halt versucht, zweimal mit harten Reifen zu fahren. Fand ich jetzt eigentlich nicht schlecht, die Idee. Nur leider war die Durchführung am Ende nicht sonderlich gut. Weil am Anfang war ich ziemlich gut. Ich konnte mit einem sehr guten Start gleich mal zwei Plätze gut machen. Auf Start-Ziel, dann habe ich mich leider verbremst und habe einen anderen umgedreht. Das tut mir sehr leid, das muss ich mich vielleicht entschuldigen. Und naja, vom Platz 18 gestartet war ich in der ersten Runde dann irgendwie 10. oder 11. Konnte mich dann auf dem Platz noch halten, bis ich in die Box gegangen bin, vielleicht noch auf 12 zurückgefallen. Und ja, danach einen Boxenstopp gemacht, bin wieder auf Platz 10 herum gewesen, weil die anderen früher oder später in die Box gegangen sind. Hab da versucht, mit einem Österreicher zu battlen und so ein bisschen mitzufahren. Das gelang eigentlich ganz gut, hab mich dann auch vor ihn gesetzt und plötzlich hat er sich wahrscheinlich verbremst und hat, so wie ich es sagen würde, einen Rossberg gemacht. Das meine ich mit einem Rossberg, wenn ich auf dem Red Bull Ring fahre. Das hängt ganz einfach in der dritten Kurve. Ja, der kleine Linksknick ist tatsächlich eine Kurve, offenbar. In der dritten Kurve hat es sich verbremst, hat mich dann rausgestoßen neben die Strecke und hat mich abgeblockt, dass ich nicht mehr auf die Strecke zurück konnte, ohne neben ihn, ohne irgendwie ihn zu berühren. Das hat er wahrscheinlich nicht absichtlich gemacht, aber es hat damals halt so ausgesehen, als ob er es absichtlich. Meine Sportsgeistwertung ist zwar gestiegen, im Endeffekt habe ich also trotz vieler Berührungen offenbar immer noch genug getan, um die Sportsgeistwertung nach oben zu bringen. War also insgesamt trotzdem ziemlich fair. Aber natürlich ein paar Fehler, es war nicht so toll und hätte es mir eigentlich gewünscht, wäre ich ohne Zusammenstoße weitergekommen. Naja, es ist halt ein bisschen so, wenn man für Ferrari GT3 Rennen fährt. Es ist halt einfach so, dass der Ferrari schlicht und einfach vielleicht ein schnelles Auto ist, aber von den GT3 Fahrzeugen wahrscheinlich das mit Abstand schwierigste zu kontrollieren. Zumindest von den Wagen, die ich gefahren bin, ich bin sicher, dass die Hälfte dieses Grids schon mal gefahren. Der GT3 Fahrzeug ist der Ferrari mit Abstand das Auto, das am schnellsten ausrückt. Und ich gebe mir noch die Mühe und fahre damit. Müsste ich eigentlich ja nicht bald tun. Trotzdem gebe ich mir die Mühe, weil ich einfach Ferrari gern habe und eigentlich auch mit Ferrari fahren möchte, aber dieses GT3 Fahrzeug. Das Problem ist, ich kann es einfach nicht einstellen. Ich habe einfach meine Einstellung, die ist vom Spiel vorgegeben. Die ist einfach so. Aber das Auto ist einfach ohne fremde Einwirkung, ohne Einwirkung von mir, das ist ein bisschen, sagen wir, dass es ein bisschen ein gepflegtes Verhalten an den Tag legt. Ich darf es einfach nicht, weil ich das Auto nicht einstellen darf. Es gibt Autos,
in der Gruppe 3, die sind so eingestellt, die kann man ohne Probleme fahren, ohne große Schwierigkeiten. Dann gibt es eben den Ferrari und der ist von Anfang an eigentlich so eingestellt, dass ich Probleme damit habe. Er ist halt jetzt einfach so, aber es ist relativ nervig, wenn man einfach für Ferrari fahren möchte. Und es ist für mich halt auch ein bisschen ein Zwiespalt, denn ich möchte ja wirklich einen Ferrari fahren. Ich möchte wirklich einen Ferrari fahren, auch wenn die dann so, naja. Wenn dieses Fahrzeug dann so verhält, ist es schon ein bisschen schwierig. Naja, sei es drum. Ich glaube, ich habe die falsche schnellste Runde erwischt. Kann das sein? Ja, wahrscheinlich habe ich die falsche schnellste Runde erwischt. Ich dachte, ich hätte die richtige erwischt, aber offenbar ist dem nicht so. War ich vielleicht doch zu müde. Naja, ich schau mal weiter. Wenn ich jetzt nicht die schnellste Runde erwischt habe, naja, sorry, tut mir leid. Aber ich werde es jetzt auch nicht mehr ändern. Das ist mir zu blöd, ehrlich gesagt. Ich gebe mir eigentlich schon ziemlich viel Mühe mit dem Schnitt, indem ich das ganze Rennen nochmal anschaue. Notizen mache und hinschreibe, wo was passiert ist. Aber wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe, kommt Scheiß drauf. Das Rennen könnt ihr ja so oder so komplett sehen. Wenn ihr die schnellste Runde also sehen wollt, dann müsst ihr das andere Rennen bzw. den anderen Teil anschauen, der halt 2 Stunden geht. Ach was soll's und so. Ich mache ja einen großen Service, ich mache ja schon extrem viel, dass man also hier ist so ein Ausdauerrennen in 20 Minuten irgendwie zusammenfassen kann. Ich gebe mir da schon die Mühe und das ist eigentlich ein Service, den ich gar nicht machen müsste. Aber ich bin so und mache es einfach trotzdem. Also tut mir leid, wenn die schnellste Runde hier nicht drin ist. Scheiß drauf. Dann mach ich's beim nächsten Mal richtig. So, 4 Punkte Vorsprung sind's geworden. 3 oder 4, ich weiß nicht mehr genau. Weil der Venturi dafür fühlt sich schon ziemlich gut. Beziehungsweise Venturi war da schon ziemlich gut dabei. So, also ich habe übrigens ausgerechnet. Ich bin ja schon ein bisschen weiter, habe jetzt noch angefangen die restlichen Markenrennen zu fahren. Jetzt muss ich schon noch ein paar Stück fahren. Aber ich denke, es werden etwas mehr als 100 Teile von diesem Let's Play. Und dieses Let's Play werde ich sicher mal so beenden, dass ich immer noch 2 Teile pro Tag freischalten werde, solange das Let's Play geht. Ich hoffe, das funktioniert noch und da muss ich halt diese Woche noch genug Material zusammenfilmen. Also ich hoffe eigentlich, dass ich das Spiel dieses Wochenende noch durchbekommen kann. Gleichzeitig muss ich auch noch ein paar Formel 1 Teile aufnehmen, weil jetzt bin ich bei 13.09. Also wir sind jetzt bei Part 11 angelangt. Diese Woche ist Part 12 dran und dann habe ich keine Videos mehr. Also muss ich diese Woche auch noch Formel 1 aufnehmen. Und das Spiel möchte ich auch noch beenden. Das wird noch
richtige Herkulesaufgabe hier. Da werde ich noch viel zocken. Aber glücklicherweise habe ich dieses Wochenende nichts vor, also habe ich Zeit zu zocken. Vielleicht dann wahrscheinlich heute Nachmittag, also heute Nachmittag am Abend, werde ich dann mal so einspielen. Nachdem ich ein bisschen Grand Theft Sport gespielt habe. Am Freitag wahrscheinlich auch. Am Samstag werde ich dann versuchen, Grand Theft 2 fertig zu bekommen. Wenn das noch nicht reicht, werde ich noch den Sonntag nutzen. Danach habe ich genug Zeit, noch ein paar Videos zu schneiden. Das kann ich auch während der Arbeit oder im Unterricht. Das ist nicht so tragisch. Den Laptop muss ich im Unterricht so oder so benutzen, mitnehmen, wie auch immer. Kann ich also auch genauso gut diese Videos zusammenschneiden, weil es dauert ja eh nicht lange. Das Rendern dauert ungefähr so lange, wie die Videos brauchen. So, 4 Runden Vorsprung auf den Venturi, 8 Runden auf den RCT, habe ich also noch falsch gesagt, 2x9 Runden auf die Esprit und auf den XJR habe ich 11 Runden Vorsprung. Der Venturi hat sich also sehr von der guten Seite gezeigt. 4 Runden Rückstand gegen einen Nissan R390, was eine komplette Rennmaschine ist. Das ist sportlich, das ist solide. So, also nochmal 500.000, dann haben wir schon 1.290.000, wenn ich das richtig gerechnet habe. Genau, richtig gerechnet. Das Speichern darf natürlich nicht fehlen und ich bin gespannt, was für ein Auto wir gewonnen haben. Beim 30-Runden-Rennen gab es ja einen Densosar Supra. Beim Apricot Hill-Rennen gab es eine Viper GTSR, die ich durchaus auch für ein Markenrennen benutzen kann, weil es gibt ein Viper-Markenrennen. Und jetzt bin ich gespannt, was ich hier gewonnen habe. Werden wir gleich mal betrachten. Zuerst mal den Stand hier, wir sind bei 80,36%. Wir nähern uns also langsam aber sicher dem Ende zu. Und schauen wir mal, was wir gewonnen haben. Ein Subaru Impreza Rally Car. In Schwarz. Naja, warum nicht? Ein bisschen hochgetunt, ein bisschen Gewicht gesenkt. Ist ein sehr leichtes Fahrzeug. Kommt schon fast an den Kit Car heran. Und ja, das war's schon für heute. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich viel Spaß. Und tschüss, ne?